So, das ist alles, was ist. Was geschieht, ist alles, was es gibt. So, was geschieht denn? Das Sehen, Geräusche hören, Töne geschehen, Atmen geschieht, hoffentlich. Gefühle im Körper, Gefühle. Auf einem Stuhl sitzen geschieht. Gedanken geschehen, nachdenken, worum es geht. Oder ich hab's verstanden. Oder sie liebt mich nicht mehr. Könnte sein. Gedanken geschehen. Alles, was ist, geschieht. Es bedarf keiner Anstrengung, damit Dinge geschehen. Dinge geschehen einfach. Niemand tut es. Tut das jemand auf dem Stuhl sitzen? Es geschieht einfach. Was geschieht, braucht man nicht zu ergreifen oder zu besitzen. Es kommt und es geht weg. Was geschieht, braucht man nicht zu kennen oder zu lernen. Wir müssen nichts lernen, damit Dinge geschehen. Und immer geschieht etwas. Immer geschieht etwas. Sogar im Tiefschlaf geschieht Tiefschlaf. Aber in der Welt, in der wir leben, ist immer das, was geschieht. Du kannst nicht entkommen aus dem, was geschieht. Wenn ihr aufsteht und hier rausgeht, dann ist es das, was geschieht. Wenn ihr nicht mögt, was heute Nachmittag hier jetzt gerade gesagt wird, dann ist es das, was geschieht. Ihr seid nicht einverstanden damit. Total einverstanden, dann geschieht das. Das, was geschieht, ist im freien Fall. Es ist einfach da. Es gehört zu niemandem. Es kann nicht besessen werden. Du kannst nicht besitzen, was geschieht. Es ist einfach nur das, was ist. Es ist allein. Es braucht dich nicht. Was auch geschieht, ist das Gefühl, jemand zu sein. Was auch geschieht, ist das Gefühl, ein Individuum zu sein, mit einem Zentrum, jemand zu sein, hier, auf einem Stuhl. So, du sitzt auf einem Stuhl. Das ist es, was geschieht. Das ist es, was geschieht. Die Idee, das Gefühl, dass du ein Individuum bist und definitiv hier auf dem Stuhl sitzt, kann sein, was geschieht. Es ist nicht richtig und es ist nicht falsch. Es ist einfach das, was ist. Das Gefühl, ein von anderen getrenntes Individuum zu sein, ist einfach das, was ist. In dem Gefühl, ein getrenntes Individuum zu sein, ist oftmals so ein Gefühl, nicht vollkommen zu sein, nicht ganz zu sein. In diesem Gefühl, getrennt zu sein, ist so ein Gefühl, wie unvollkommen zu sein. Als ob man etwas vermissen würde. Es ist so, als ob es da etwas gibt, was größer ist als du, der du nur ein Teil davon bist. Du als Teil hast immer irgendwie das Gefühl, da ist etwas, das ist mehr, da gibt es noch mehr. Mehr als die Art, wie du dich als Individuum fühlst. So, und manche Leute fühlen das tief in sich drin und sie wenden sich dann der Suche danach zu, was ist denn da los? Worum geht es denn da? Und sie versuchen zu lernen, was denn mit ihnen da so unvollkommen, was da nicht stimmt. Dann wenden sie sich der Religion, die Suche nach Erleuchtung geschieht, damit sie sich wieder ganz fühlen.
weil sich das Individuum sehr stark fühlt und gelernt hat. Sie sind getrennt und sie sind individuell und haben einen freien Willen und eine Wahl, können sie wählen, erleuchtet zu werden. Sie können lernen, wie man erleuchtet wird. Sie können zu einem Lehrer gehen oder sich einer Lehre zuwenden, wo sie lernen können, wie man erleuchtet. Und immer bekommen sie erzählt, dass irgendwas mit ihnen nicht stimmt und etwas geändert werden müsste. Und dann können sie das ändern. Die Idee, eine Wahl zu haben, die Fähigkeit zu haben, wählen zu können, bestärkt sie letzten Endes in dem Gedanken, ein Individuum zu sein. Du kannst etwas tun. Es ist notwendig, dass du etwas tust. Eine Reise irgendwo hin, ein Pfad irgendwo anders hin. Es ist immer irgendwo anders. Und das geschieht. Worüber wir heute sprechen, was wir hier zusammen teilen, ist eine andere Möglichkeit. Eine Möglichkeit, dieses komplette Ideengerüst zusammenbrechen zu lassen. Die Idee, jemand zu werden, und bringt uns zurück, möglicherweise, an den Punkt, an dem wir realisieren, dass alles, was ist, einfach nur geschieht. Möglicherweise, dass wir erkennen, da gibt es nicht sowas wie Trennung, so ein Ding wie Individualität. Es gibt kein getrenntes Ich. Da ist nur das, was geschieht. Diese Botschaft ist sehr, sehr einfach. Sie handelt von etwas, was absolut einfach und offensichtlich ist. Sie handelt von etwas, was nie verloren war, was nie weg war, was nie weggegangen ist. Es ist hier, es ist das, es ist das. Es kann nicht erniedrigt werden, es kann nicht begriffen werden. Es kann nicht gelernt werden. Das, was sich bemüht, es zu suchen, kann sich verflüchtigen. Das, was versucht, das Sein zu finden, kann sich verflüchtigen, kann kollabieren. Und alles, was übrig bleibt, ist das absolute Zelebrieren der Lebendigkeit. Das, was Befreiung ist, das absolute Zelebrieren von Lebendigkeit für niemanden. Wie kann es sein, dass, obwohl man es ja weiß, die Suche weitergeht? Weil das Wissen, dass es nichts zu finden gibt und dass da auch niemand ist, nur ein Konzept ist. Es ist ein Verstehen. Das, worüber wir heute hier reden, hat nichts zu tun mit dem verstandesmäßigen Verstehen. In gewissem Sinne ist das, worüber wir heute hier reden, völlig oberflächlich. Wir teilen nur eine Sichtweise, eine revolutionäre Sichtweise. Nichtsdestotrotz ist das, was wir hier in Worte fassen, dualistisch und richten sich immer an jemanden, der Konzepte verstehen kann. Aber es ist völlig jenseits von Verstehen. Befreiung ist völlig jenseits von Verstehen. Befreiung ist kein Wechseln von Verständnis. Befreiung ist eine Explosion. Alle Lichter gehen aus. Es ist wie ein Verschmelzen. Alle Lichter gehen aus und alles, was bleibt, ist Licht. Es ist eine Explosion, es ist eine energetische Umwandlung aus der Welt der Enge, des Zusammengezogenseins in die Welt der Grenzenlosigkeit. Und so ist es jenseits von Verstehen. Es geht um das Ende der Individualität. Das ist der schlechteste Platz, an dem ein Individuum sein kann. Hier gibt es nichts für das Individuum. Du, die Person, will das nicht. Es ist dein Ende. Verstandesmäßige Klarheit ist keine Befreiung. Also versuch nicht zu verstehen. Mach dir keine Gedanken über die Sprache und versuch nicht, es zu verstehen.
Es kann nicht verstanden werden. Ich kann es nicht verstehen. Man braucht es nicht auszuarbeiten. Mein Verstand glaubt, was du sagst. Er vertraut dir. Aber ich fühle, das Einzige, was ich tun kann, ist, zu kooperieren. Du kannst nicht mal kooperieren. Ja, aber ich denke, ich lebe, ich kann Dinge tun, ich kann kreieren, ich kann Raum kreieren. Nein, dein Lebenskampf ist nur ein Glaube. Nett, das zu wissen. Du bist lebendig und das, was du gerade um dich herum verändern willst, das ist Lebendigkeit. Es ist nicht, du bist lebendig, da ist Lebendigkeit. Nur darum geht es. Du musst nicht lebendig sein, damit Lebendigkeit da sein kann. So, was fühlst du jetzt gerade? Was fühlst du gerade jetzt in deinem Körper? Ich fühle, dass ich Freude haben kann, dass ich in diesem Körper genießen kann. Okay, das ist ein bisschen abstrakt. Ich meinte, ist da so ein Gefühl von Energie da? Nur Energie? Ja. Ja. Das ist es. Aber es ist keine Körperenergie. Es ist einfach Energie. Es ist einfach Lebendigkeit. Du musst nicht irgendetwas werden oder lernen oder Energie machen. Hier sitzt Energie. Da beginnt es und da hört es auf. So, wenn wir zu der Geschichte gehen, dass du darüber etwas zu lernen hättest, versuchen solltest, sie zu umarmen, dann bist du wieder zurück in dem alten Denken, etwas in die Finger bekommen zu wollen, was du ja schon hast. Also, es gibt nichts zu tun. Es gibt niemanden, der etwas tun müsste. Alles, was da ist, ist Energie. Ja, aber all diese Dinge, frühstücken, gehen, meditieren, die finden doch statt. Natürlich passiert das alles, aber es könnte sein, dass du geglaubt hast, dass du entschieden hast, zu frühstücken. Aber Fakt ist, dass Frühstücken geschieht, Essen geschieht, Meditation geschieht, hierher kommen geschieht. Du hast nicht entschieden, hierher zu kommen. Vielleicht hast du das geglaubt. Niemand hier im Raum hat entschieden, hierher zu kommen und danach gehandelt. Es ist einfach das, was geschehen ist. Und jetzt, alles in diesem Raum ist das, was geschieht. Das ist sehr befreiend und entspannend. Es ist erstaunlich befreiend und es ist auch ein bisschen erschreckend, weil du wirst nicht mehr da sein. Die Schwierigkeit für das Individuum ist, das Individuum glaubt, es müsste da sein, damit es das Ganze kontrollieren kann und überhaupt in Gang setzen kann. Manche Leute haben mich gefragt, was passiert denn mit dem Leben, wenn ich nicht da bin? Ich glaube, dass das alles sich selbst daran erfreut, das Leben zu sein. Es braucht dich nicht. Du fügst dich hinzu. Wir fügen uns ihm hinzu, als ein illusionäres Zentrum. Wir fügen uns dem zu, was geschieht. Und dann ist die Kacke am Dampfen. Dass wir zu sein glauben, tut etwas. Da ist niemand. Alles, was da ist, ist Lebendigkeit.